Man redet über das Gewicht, über das Alter und über das Geld nicht in der Schweiz. 8 von 10 Frauen sagen schlussendlich im Alter, sie bereuen, dass sie sich nicht um ihre Finanzen gekümmert haben. Ich bin klassisch reingelaufen, ja, in sämtlichen Themen rein. Das ist so. Es ist schwierig, eine Frau zu finden, die vor der Kamera über Geldsorgen nach einer Trennung spricht. Claudia D. will anonym bleiben. Das Thema ist schambehaftet, aber ihre Geschichte ist typisch. Sie ist Mutter von 3 Kindern. Das jüngste ist 12. Sie hat sich vor 8 Jahren von ihrem Mann getrennt. Eine traumatische Erfahrung, auch in finanzieller Hinsicht. Ich war eigentlich voll abhängig. Ich habe 20% gearbeitet und sonst ist das Geld von ihm reingekommen. Er hat eigentlich gerade beim Auszug sämtliche Konten gesperrt. Ich hatte keinen Zugang mehr zu unseren gemeinsamen Konten. Ich habe dann eigentlich wirklich mit Unterstützung von meiner Familie plus von guten Freunden bin ich über die Runde gekommen, die erste Zeit. Wenn die Kinder noch irgendwie Schuhe oder eine Jacke gebraucht haben, dann musste ich wirklich einfach ausrechnen, wie viel länger noch. Was brauche ich noch bis Ende Monat? Und zum Teil waren das wirklich 8 Franken pro Tag, die ich musste einteilen musste, für dass wir das Essen auf dem Tisch hatten. Claudia D. hat sofort nach der Trennung ihr Arbeitspensum auf 50% erhöht und verdient damit 3.500 Franken im Monat. Das Scheidungsverfahren läuft seit 6 Jahren. Bei ihm war es nie eigentlich das Finanzielle, dass er nicht hätte können zahlen. Er hat sehr guten Lohn. Für ihn ist eigentlich immer, er ist von der Überzeugung ausgegangen, dass wenn er nicht zahlt, dass ich wieder zu ihm zurückgehe. Sein Nichtzahlen, die jetzt in den letzten Jahren einfach immer wieder Alltag waren, hat mich auch in die Verschuldung gebracht. Zusammen mit den Anwaltskosten hat sich in den 8 Jahren seit der Trennung ein Schuldenberg von 75.000 Franken angehäuft. Nicht alle Frauen begeben sich in der Beziehung in eine solch große finanzielle Abhängigkeit. Corinne und Yannick Brecher sind ein typisches junges Elternpaar. Aber im Gegensatz zu 70% aller Familien kümmert sie sich zu Hause ums Geld. Beide arbeiten. Yannick ist Goalie beim FC Zürich. Und Corinne arbeitet 60% selbstständig als Finanzberaterin. Also ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen, die letzten Jahre oder sind immer halt so klassisch gewesen. Der Mann hat sich um Finanzen oder das Geld heimgebracht und sich darum kümmert. Aber ich glaube, mit so vielem, was sich ändert in den letzten paar Jahren, ist es auch völlig logisch, dass sich jetzt da die Frauen auch immer mehr darum kümmern und das auch extrem wichtig ist. Ich habe wirklich auch von ein paar gehört, wo sie nicht einmal voneinander wissen, was der andere verdient. Und so kannst du ja auch keine Planung machen. Also ich meine, du musst doch einen gemeinsamen Plan haben, irgendwie, oder? Nicht nur einen Plan, wie teilen wir Kinderbetreuung auf, sondern auch, wie machen wir es finanziell. Corinne und Yannick Brecher haben immer offen über Geld gesprochen und ihre Finanzen bei der Heirat zusammengelegt. Wir haben ein Familienkonto, wo alles Einkommen drauf kommt und alle Ausgaben ausgehen. Und sie kann da gleich viel brauchen, wie sie will, wie auch ich das kann machen. Klar, größere Investitionen, das tun wir absprechen miteinander. Aber es ist nicht so, dass sie nur irgendwie, jetzt weil sie Mutter ist und so weiter, dass sie irgendwie ein Haushaltskessel hat. Gar nicht. Und es ist klar, wir haben auch jetzt dann immer die Vorsorge. Die dritte Säule, die natürlich sehr wichtig ist, haben wir immer beide gefüllt. Komplett. Und jetzt, PK war bis jetzt noch nicht so ein Thema bei ihr, weil sie halt einfach jetzt immer auch noch angestellt war zum Teil und eine sehr gute PK hatte. Als Tochter Luisa geboren wurde, hat sich Corinne selbstständig gemacht. Das hat auch Konsequenzen für ihre Altersvorsorge. Das sind eben auch gerade so die kritischen Zahlen, die dann kommen oder mit der Pensionskasse. Also man muss sicher die 21'000 und noch mal etwas verdienen, damit man überhaupt eine PK hat.
dann ist es auch gerade bei der dritten Säule. Oder? Also ich kann mit meinem 60%-Pensum, wenn man das abrechnet, kann ich nicht die 6'800 irgendwas pro Jahr einzahlen. Es ist für mich einfach nicht möglich allein und darum füllt er mir das dann auf. Das haben wir so vereinbart. Oder? Und ich sage jetzt mal, im Scheidungsfall ist das 50-50. Ja, also das ist mir bewusst, oder? Einfach so lange, dass ich wenig arbeite oder einfach in einem reduzierten Pensum, wo man dort bei der PK und bei der dritten Säule ein Augenmerk drauf hat. Die wenigsten wissen so gut Bescheid wie Corinne und Yannick. Das heutige Sozialversicherungsrecht ist darauf ausgerichtet, dass die Familie zusammenbleibt. Kommt es zur Trennung, haben die Frauen oft das finanzielle Nachsehen, wenn sie sich vorher nicht darum gekümmert haben. Barbara Anlicker ist seit 7 Jahren geschieden. Ihre Kinder sind 10 und 13. Die Kinderbetreuung teilen sich ihr Ex-Mann und sie hälftig auf. Sie wohnt in einer Dreizimmerwohnung für 1.500 Franken und arbeitet 50% als Handarbeitslehrerin. Also ich komme 4.000 über und jetzt ist aber noch Kinderzulage drin, 450. Also mit 3.500 Franken kommen wir durch. Ich kaufe, was ich brauche, wenn immer möglich, auf Ricardo oder Tutti oder so, schon braucht. Oder lasse mir Sachen schenken von Leuten, die Sachen nicht mehr brauchen. Verschenken aber auch selber viel. Also das ist da ein regen Austausch. Kleider kaufe ich schon jahrelang keine mehr, weil wir immer Kleidertausch machen mit Freundinnen. Und mit den Kindern habe ich bis jetzt auch nie gross Kleider kaufen. Wir haben gerade Kinderkleiderbörse da vorne, den Kiwi. Brauchen wir eben gar nicht viel durch das. Und ich brauche keine Kosmetik. Es geht einfach. Also es ist auch nicht knapp, überhaupt nicht. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mich irgendwo einschränken muss. Die Kosten für die Kinder übernehmen sie und ihr Ex-Mann hälftig. Unterhaltskosten an sie zahlt er nicht. Ich habe etwas mehr gemacht, aber das liegt auch daran, er ist auch selbstständig. Oder er ist selbstständig. Und er verdient mit 80%, hat etwa gleich viel verdient wie ich mit 50. Und dann ist das tiptop aufgegangen. Und er hat immer schon einen Tag von Anfang an also immer einen Tag in der Woche Kind gehütet, immer. Selbstverantwortung war der 51-Jährigen schon immer wichtig, Geld hingegen nicht. Ich hatte auch Situationen oder Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist es fertig und jetzt habe ich nichts mehr und jetzt muss ich schauen, dass etwas reinkommt. Aber das hat es auch gebraucht, weil dann habe ich gemerkt, oh nein, es kommt immer. Barbara Anlicker und Claudia D. Zwei Frauen, zwei verschiedene Situationen, eine Gemeinsamkeit. Beide haben sich, wie viele Frauen, für ihre Finanzen nie interessiert. Ganz anders Corinne Brecher. Als ich sie vor 6 Monaten zum ersten Mal treffe, ist sie schwanger mit ihrem zweiten Kind. Hallo, Schatzi. Hallo, Corinne. Hallo. Alles gut? Wunderbar, und dir? Danke. Sehr gut. In ihrem Elternhaus wurde immer ganz offen über Geld gesprochen. Das hat ihr Interesse schon früh geweckt. Von der Andrea ihrer Seite ist mir sehr, sehr offen gsi. Es ist eine Unternehmersfamilie gsi. Man hat gewusst, was läuft. Und bei mir ist es gsi. Ich habe mit 17 den Vater verloren. Innerhalb von 3 Stunden ist er da gsi und weg gsi. Und da hat man gewusst, was vorhanden ist und was nicht. Und die Bank hat die Konten gesperrt, weil man hat das nicht gehabt. Und da hat man einfach keinen Zugang zum Geld gehabt. Und das ist auch heute noch so, oder? Und darum, glaube ich, ist es besser, man macht es eben, man diskutiert es und man tut sich den Möglichkeiten, die man heute hat, an denen beteiligen und die machen. Corinne ist Betriebsökonomin geworden und berät heute explizit Frauen in Finanzangelegenheiten. Mit Webinaren, Blogs und einer Kolumne in der Annabelle will sie erreichen, dass vor allem auch junge Frauen sich aktiv um ihr Geld kümmern. Sie besucht ihre Freundin Lea. Ihr hilft sie im Moment bei der Finanzplanung. Hallo! Oh, schon lange nicht mehr gesehen! Hi! Alles klar? Alles klar, komm, wir gehen rein.
Danke vielmals. Sehr gern. Was hast mit der Vorsorge? Hast du mal etwas gemacht, das, was wir letztes Mal besprochen haben, weißt? Letztes Mal haben wir eine Diskussion gehabt. Letztes Mal hast du ja noch gar nichts gehabt. Nein, letztes Mal noch nichts. Ja, genau. Ja. Ich habe mal meine Strategie geändert. Aha. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe die Global 100 Strategie gemacht. Ah, mit den Aktien. Ja, genau. Aber zuerst hast du dann nicht 100% Aktien genommen. Nein, ich habe das Global 60 gemacht. Oh. Über die letzten 15 Jahre hat sich Anlegen tatsächlich gelohnt. Verglichen mit Geld auf dem Konto hat sich Geld, angelegt in Fonds mit 100% Aktienanteil, um 260% vermehrt. Frauen bevorzugen immer noch das Sparkonto gegenüber einem Depot. Sie legen es einfach viel weniger oft an wie die Männer. Mhm. Und ich meine, der Unterschied ist massiv. Mhm. Also ich denke, es ist ganz klar auch etwas, das gesellschaftlich bedingt ist in der Schweiz. Oder? Weil sich ja einfach 7 von 10 Paar ist es jeweils der Mann, der sich um die Finanzen kümmert. Und das ist schade. Oder? Das ist ganz klar. Aber ich verstehe auch bei den Frauen, weil sie sonst schon relativ sich um viele Sachen kümmern müssen, dass sie dann oft eben auch sagen, ja, jetzt kümmere ich mich nicht auch noch um Finanzen. Der richtige Partner unterstützt sie, damit sie ihr Ziel erreichen. Auch in der Werbung wurden und werden immer noch vor allem Männer angesprochen, wenn es ums Geldanlegen geht. Und er begleitet sie bei all ihren Entscheidungen. So wie die Raiffeisenbank, wenn es um ihre finanzielle Vorsorge geht. Wir kennen unsere Kunden und können sie darum auch ganz persönlich beraten und betreuen. Lea hat sich kürzlich verlobt und ist mit ihrem Partner in diese Wohnung gezogen. Also, da hätten wir unser Schlafzimmer. Oh, mega cool mit dem Dach. Ja. Ja, es ist mega lässig. Also. Und es ist total ruhig. So schön. Oh, da ist noch das Gärtchen. Falls es einen Nachwuchs würde, dann wäre das ein Kinderzimmer. Oder habt ihr das überlegt? Ja, also es sieht jetzt noch nicht danach aus, aber wenn es so weit wäre, dann ist das sicher eine Möglichkeit, ja. Habt ihr euch auch überlegt, wenn ihr heiratet, wie ihr es allenfalls machen würdet? Also, heute ist ja das Konkubinat ist zum Teil noch beliebt. Mhm. Habt ihr über das geredet? Ja. Aber wir haben ja vor, eine Familie zu planen. Mhm. Da macht es schon Sinn, dass man heiratet, wenn man Kind will. Mhm. Und, also meinst du wegen der aus finanzieller Sicht, oder? Ja. Allgemein. Oder wegen der Absicherung. Auch. Finanziell auf jeden Fall. Als Frau. Vom Konkubinat rät Corinne kategorisch ab. Solange Lea verheiratet bleibt, ist sie tatsächlich abgesichert. Trennt sie sich, sieht es aber anders aus. Gerade wenn es jetzt zu einer Scheidung kommt, früher, oder, und die Kinder sind noch klein, dann kannst du ja auch nicht mehr voll arbeiten. Mhm. Und dann hast du einfach auch das Problem in der Pensionskasse und nachher auch in der Vorsorge. Mhm. Und dann muss wie auch klar sein, dass der Mann dir dort finanziell auch hilft. Mhm. Ja. Weil langfristig geht es sonst, also ich meine, der Gap ist nachher riesig. Mhm. Und das holst du wie nicht mehr auf. Du hast Kind und reduzierst nachher auf 40 oder auf 60%. Dann bist du bei 42% Rentenlücke. Das macht dann wirklich so viel aus. Das ist heftig, oder? 42%, wo dir einfach fehlt. Ja. 42% hätte Lea weniger allein bei der Pensionskasse. Über die ganze Altersvorsorge gesehen, also mit der AHV, wären es 37%. So viel Altersvorsorge haben Frauen im Schnitt weniger zur Verfügung, sofern sie nicht von einem Mann finanziell zusätzlich unterstützt werden. Ich habe zuerst bei den Jungen angefangen, die Jungen zu motivieren. Und schlussendlich in der Beratung hatte ich aber Frauen mit 45 plus, weil dort einfach wirklich Probleme aufgekommen sind. Also sprich, die Altersvorsorge, wo man sich Gedanken macht, ja, in 20 Jahren merkt man, die Lücke wird grösser. Und dann natürlich Scheidung, Todesfall, also
all diese Szenarien. Und dann komme ich einfach rein, wenn das Haus schon brennt. Sozusagen. Und das ist schade. 8 von 10 Frauen sagen im Alter, sie bereuen es, dass sie sich nicht mehr um ihre Finanzen gekümmert haben. Das muss sich dringend ändern, findet Helena Traxel. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte des Kantons Zürich und führt regelmäßig an verschiedenen Schulen und Ausbildungsstätten Workshops für junge Frauen durch. Heute an der Uni Zürich. Ganz, ganz herzlich willkommen im Namen der Fachstelle. Wir machen die Workshop regelmäßig. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Warum sind ihr da? Ganz kurz. Ganz mutig sein. Finanzplanung in Zukunft. Und dass, wenn man Teilzeit arbeitet, dann irgendwo so irgendwo in eine Lücke fallen kann. Finanzkenntnisse sind für euch Frauen ein Muss. Ihr habt es vorher angesprochen. Frauen, es muss Frauen und Finanz unbedingt euch kundig machen. Was bedeutet das? Eben in Sachen Lohn, in Sachen Sozialversicherung, eigenes BVG öffnen, dritte Säule und auch immer wieder schauen, steuertechnisch, was heisst es. Genauso könnt ihr schauen, wenn ihr mal gut verdient, macht ihr Investment in Nachhaltigkeit, in nachhaltige Fonds. Behaltet die ganze Palette von Finanz- und Sozialversicherungsprodukten auf dem Radar. Unbedingt. Wir haben schon vor ein paar Jahren Studien durchgeführt, wo schaut, welches Modell an Teilzeit rechnet sich. 60 und 80 ist ein sehr gutes Modell. Aber wirklich rechnen tut sich 70 und 70. Also, wenn ihr eine Chance habt, mit einem Partner oder einer Partnerin auszuhandeln, wie viel ihr arbeiten wollt, roten wir 70-70. Das sind ihr sozial versichert, wie auch steuertechnisch. Unbedingt das Wissen weitergeben in Kolleginnen und Kollegen und das auch verhandeln. Sind romantisch verliebt. Es ist wunderschön, bis über beide Ohren verliebt zu sein und zu denken, es ist die richtige Person an meiner Seite. Und gerade so wichtig ist es, in dem Moment zu sagen, hey, aber egal, wenn wir denn das je machen, machen wir das zusammen. Und wenn die männlichen Partner nicht wirklich ja sagen, sich ganz, ganz fest überlegen, bei allem verliebt sein, ob das richtig ist, zum Kinder zu haben. Überlegen Sie euch und sagen Sie, dann weiss ich gar nicht, ob ich das mit dir will, weil ich drinbleiben will. Und gesamtgesellschaftlich bewegt sich nichts, wenn sich nicht Männer mehr engagieren können und auch Druck machen. Augen auf bei der Partnerwahl und 70-70 arbeiten ist also das Mantra von Helena Traxel. Wie sehen denn das die Studierenden? Ja, also ich habe auch schon darüber geredet. Für mich ist ganz klar, ich meine, ich habe jetzt 5 Jahre studiert, ich will noch doktorieren, ich gehe noch nicht heim, 100%. Ich habe schon viel mit anderen Leuten geredet, die immer so sind, ja, aber dann Karriere und Kind, also man muss da schon für beides Zeit haben. Also es ist schon ein Spannungsfeld, das merke ich schon auch. Ja, also ich finde es auch noch schwierig zu sagen, ich komme eher aus einem konservativen Familienmodell. Meine Geschwister, die haben auch schon Kinder und die arbeiten meistens jetzt so 30-40% und Männer 100%. Ich will das nicht so, aber gleichzeitig, ja, also meine Vorstellung war bis jetzt immer, irgendwie 60% zu arbeiten. Und für mich ist das wie neu, die Idee, ja, bevor man überhaupt das Kind überhaupt denkt. Das ist schon ein relativ weiter Schritt in einer Beziehung, dass man dann über das mal verhandeln muss. Aber ja, also es ist sicher sinnvoll. Unter diesen Akademikerinnen ist der Wille, weiter im Job zu bleiben und Familienarbeit zu teilen, groß. Aber die Partner zu Teilzeitjobs zu bewegen, ist schwierig. Also ich habe die Diskussion tatsächlich mit meinem Partner, weil er in der Wissenschaft bleiben möchte. Und das ist, es gibt wenige Beispiele von Professorinnen, die sich um die Kinder kümmern und Professoren noch weniger. Also da sind es meistens die, die Frauen, die sich um die Kinder kümmern. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ja, wir sind tatsächlich noch am Verhandeln. Also ich habe ihm eigentlich klar gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 100% mich um Kinder und Haushalt kümmere. Und er möchte eigentlich auch sich mit um die Kinder kümmern, aber weiß noch nicht, wie das einbaubar ist und sucht jetzt nach Beispielen. Also schaut sich einfach um, wie machen das Kolleginnen und Kollegen. Ja, also ich bin da schon gewillt, wirklich diese 70-70 zu verlangen, weil ich mir es sonst eigentlich nicht vorstellen kann. Also ich habe jetzt einen Partner, der schafft 100% und eigentlich sogar noch mehr ungefähr. Und ich kann mir das nicht vorstellen, unter diesen Voraussetzungen mit ihm Kinder zu bekommen.
Solche Forderungen hat Claudia D., wie die meisten Frauen, vor dem Kinderkriegen nicht gestellt. An die Schwierigkeiten, die sich aus ihrer romantischen Unbekümmertheit ergeben könnten, hat sie nicht gedacht. Die schwierige Zeit ist jetzt seit 8 Jahren so, die ganze Trennungszeit. Mir sind meine Freunde wichtig, plus auch die Erholung in der Natur. Ich gehe viele Wald laufen und schaue einfach, dass ich mir selber etwas Gutes tun kann. Dass ich auch wieder die Energie habe fürs Arbeiten, für den Alltag, für den ganzen Kampf und für die Kinder. Wir haben eigentlich immer zu wenig über Finanzen geredet, weil, wo wir geheiratet haben, habe ich auch 80% geschafft. Ich habe eigentlich mein eigenes Geld gehabt. Und das hat eigentlich für alles gelangt. Damals hat sie sich nicht überlegt, was wäre, wenn die Beziehung auseinandergehen würde. Wo wir geheiratet haben, hat er eine Gütertrennung wollen, weil er von Familie, von seiner Familie aus mehr Geld hat. Dort hat es viel Geld rum, es hat Immobilien rum. Und weil mir Geld selber nicht so viel bedeutet, ist das für mich eigentlich kein Problem, kein Thema gewesen. Es ist für mich auch klar gewesen, dass ich auch gar kein Geld von seiner Familie ja will und habe dort auch eingewilligt für die Gütertrennung. Dritte Säule, dass er dir dritte Säule machen würde? Auch nicht. Er hat für sich eine gemacht. Aber dass er für mich auch eine machen würde, das war nie ein Thema. Ich treffe Barbara Anlicker wieder. Sie versucht seit einiger Zeit mit Upcycling von Jeans ihr eigenes Business aufzubauen. Ihre Kollegin Olga Mieler hilft ihr dabei. Es gibt so viele Möglichkeiten. Schau, ich habe auch die Farbe passen. Ja, schau, das ist doch so genial. Ich habe ein Inserat gemacht im Anbild. Da haben sich 3 Leute gemeldet. Ich habe geschrieben, ich versuche ein Profi, ein Verkaufsprofi. Und? Für Upcycling. Aber ja. Es kommt schon. Es kommt schon. Ich wollte von dem können leben. Und ja, genau, ganz allein ist eben mega schwierig, weil ich kann nicht nähen und gleichzeitig noch die ganze Werbung machen. Ich brauchte einfach zu viel Zeit. Und dann habe ich eben immer jemanden gesucht, der etwas hilft. Zuerst hatte ich jemanden, der geholfen hat, nein, aber das hat es dann nicht gebraucht, weil ich das Ständer schon voll hatte. Dann bis einmal ein Jahr irgendwie die Saisonalität raus hast, sagst du, okay, verkaufen wir im Frühling mehr, verkaufen wir im Winter mehr. Ich glaube, das ist auch noch so eine Schwierigkeit bei dem Ganzen, oder? Yay, Kaffee. Ja, jetzt gehen wir raus, was Kaffee trinken. Ah, was meinst du, was könnten wir noch probieren? Social Media Play. Wahrscheinlich müssten wir einen Instagram-Shop haben. Ja. Olga Mieler ist Finanzberaterin wie Corinne Brecher. Auch sie ist selbstständig, gibt Kurse für Frauen und hat einen Geldblock auf Wurzeln. Ja, also das mit dem Instagram, das habe ich aber schon länger gedacht, dass das eine gute Idee wäre. Aber ich bin einfach nicht die das gut kann. Finanziell angewiesen auf dieses Business ist Barbara Anlicker nicht, solange sie 50% als Handarbeitslehrerin angestellt ist. Anders sieht es nach ihrer Pensionierung aus. Wie sieht es denn mit deiner Altersvorsorge aus? Ja, nicht so gut. Ich glaube nicht, dass ich viel AHV bekomme. Ich habe nie 100% Anstellung gehabt. Das ganze Leben nie. Und was ist das? Komme ich viel über von der Schule. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel es dort drauf ist. Und es interessiert mich auch nicht. Ich bewundere deine Gelassenheit. Und auf der anderen Seite, warum interessiert es dich denn nicht? Oder sage ich das jetzt total falsch? Nein. Zum einmal verstehen, sagen, wie viel AHV werde ich denn überhaupt bekommen? Wie ist das mit der Pensionskasse? Weißt du, dass du mal verstehen würdest, was kommt auf mich zu? Das ist, glaube ich, das, was ich den Leuten immer probiere, so ans Herz zu legen, weil ich auch sehr viel treffe, die nachher sagen, oh Gott, hätte ich das früher gewusst. Ich weiß eigentlich, was passiert. Ich weiß, dass ich nicht viel überkommen werde, aber ich weiß auch, dass ich nicht viel brauche. Ich habe noch immer mit wenig gelebt und mir ist wohl so. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt im Alter müsste können. Ich glaube, weißt, ein kleines Zimmer in einem Haus am Waldrand,
Das kannst du ja nicht alle Welt, das reicht mir. Warum soll ich mich das Leben lang abmühen, um später Geld zu haben, wenn ich ja gar nicht weiss, ob ich es dann brauche? Lücken in der Altersvorsorge sind bei geschiedenen Müttern oft ein Problem. Jetzt will das Bundesgericht bei Scheidungen zudem die Unterhaltszahlungen an die Frauen streichen. Das neueste Urteil hat viele Diskussionen ausgelöst. Barbara Anlicker allerdings findet es völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, warum man sagt, wir müssten etwas zahlen müsste. Ich bin ja selbstständig, ich bin ja ein Mensch, der selber zu sich schauen kann. Warum soll die Frau von ihm Geld bekommen? Das sind einfach zwei Menschen. Ich sehe es nicht. Und wenn man die Kinderkosten teilt, ist das total fair. Viele Frauen sehen sich dort halt in der Opferrolle. Sie haben ihren Beruf aufgegeben, haben sich geopfert quasi für Kind und finden dann ja, der Mann ist schuld und schieben ihm die Täterrolle zu. Und das ist ein Ort, wo man sich nicht entfalten kann, wo man klein ist. Die Opferrolle, das ist etwas Kleines. Und von dort aus wirst du so handlungsunfähig. Du kommst nicht vom Fleck. Und wenn du selbstständig oder dich in die Selbstständigkeit gehen und deine eigene Verantwortung für dich und dein Leben übernehmen, auch für das Geld, für alles rundherum, dann, schon nur wenn man es ausspricht, merkt man, wie man in Kraft kommt und wie man in Schwung kommt und sich freut, etwas zu machen. Ja, ich glaube, ein Teil von mir ist total bei der Barbara und ihrer Aussage. Und einen anderen Teil kann ich natürlich die Aufregung verstehen. Weil wenn beide eine gleiche Chance haben, so im Beruf Fuß zu fassen, oder beide einen Beruf haben und auch ihre Existenz, wie du gesagt hast, selber können tragen können, absolut, völlig bei dir. Aber wenn jemand jetzt aus der Gemeinschaft raus wie eine Rolle übernommen hat, und das ist die Rolle von eben, der ganze Haushaltsmanager, die ganze Kindsmanager, damit vielleicht der andere im Beruf schneller für sich kommt, damit er mehr Karriere machen kann und auch mehr Freiheit hat, dann ist das wie für mich eine andere Ausgangslage. Das finde ich dann schwierig, wenn dann der Mensch einfach heisst, von einem Tag auf den anderen so und jetzt musst du für dich selber. Egal, ob es jetzt der Mann oder die Frau ganz ist. Genau, ja. Du kannst dich ja dann nicht einfach als Haushaltsmanager irgendwo anders einstellen lassen. Ja. Das Bundesgerichtsurteil zwingt die Frauen zur finanziellen Eigenverantwortung und wird in manchen Familien für Diskussionen sorgen. Auch bei den Sozialversicherungen werden die Frauen weiterhin selbst schauen müssen. Bei den anstehenden Revisionen versucht man zwar, Mütter besser zu stellen, Lösungen für eine Berücksichtigung der Familienarbeit sind aber keine in Sicht. Olga Mieler war 15 Jahre in der Finanzindustrie tätig und hat für die UBS diverse Gender Studies gemacht. Nun veranstaltet sie Finanzwebinare speziell für Frauen. Ich habe festgestellt, dass Frauen den grössten Bedarf haben, würde ich jetzt mal sagen, an Finanzbildung. Dass sehr viele Frauen Hemmungen haben, über Geld zu reden. Sehr viele Frauen das Gefühl haben, sie wissen zu wenig darüber, obwohl das auf den Fakten vielleicht gar nicht so ist, aber gefühlt und sich deswegen auch nicht getraut. Und dass sich auch sehr viele Frauen wie so ein bisschen ausgrenzt fühlen. Also man geht dann miteinander auf die Bank und dann wird immer nur mit einer Person geredet. Das ist so, wie wenn sie zum Autohändler gehen und der Autohändler erklärt den Motor im Detail einem Mann und ihnen dann die Farbe vom Auto. Das fehlende Wissen ist eine Sache, wenn man Geld hat. Aber es gibt auch viele Menschen, die Ende Monat gar nichts auf die Seite legen können. Ich glaube, da hat schon sehr eine grosse Demokratisierung stattgefunden durch all die digitalen Tools, die es gibt, dass wirklich auch Menschen mit sehr wenig Geld können Anlagen tätigen. Geben wir ein Beispiel, ein ETF-Share kostet 10 Franken. Ein Fondssparplan können Sie eröffnen ab 50 Franken pro Monat. Also da gibt es eben Mikrosparen geht mit Aufrunden. Vor 10 Jahren war das noch anders gewesen, oder? Da hat die tolle Beratung und der ganze Service, den hat man wirklich erst bekommen, wenn man ein gewisses Vermögen ja, zur Verfügung hatte. Aber ich glaube, heute kann jeder, der gerne möchte, die Ärmel aufkrempeln und anfangen investieren, wenn er das gerne will. Ohne Gewinngarantie natürlich.
Aber es ist im Moment die einzige Möglichkeit, sein Geld anzulegen, wenn man sich, wie die meisten Menschen, keine Immobilien leisten kann. Dass Geldanlegen vor allem für kleine Jungs wichtig ist, wird in der Werbung klar suggeriert. Schön, wer mit dem Sparen wieder neu beginnt. Und eine Bank sagt, wir machen mit. Eigentlich fällt es mit dem Taschengeld-Gap. Oder? Da gibt es Studien darüber, dass kleine Mädchen im gleichen Alter weniger Taschengeld bekommen als kleine Jungs. Und das zieht sich dann natürlich durch über die Löhne bis hin zu Nachteilen bei der Lohnverhandlung, wo Frauen einerseits anders verhandeln, aber andererseits auch anders wahrgenommen werden, wenn sie verhandeln. Und dann zieht sich das natürlich durch den ganzen finanziellen Lebenszyklus durch, bis hin zur Pensionierung. Dieses Modell zeigt, während ein Mann, wenn er die ganze Zeit 100% arbeitet, sein Vermögen von 1 auf 6 Millionen steigern kann, verliert die Frau wegen geringerem Lohn, Auszeit wegen Kindern, kleinerem Pensum nach dem Wiedereinstieg und fehlendem Investment meistens Geld und landet im Minus, falls sie nicht verheiratet bleibt und vom Geld ihres Ehemanns profitieren kann. Hallo miteinander. Ich bin jetzt 52, bin jetzt noch in der Trennungsscheidung, weiß noch nicht genau, wie das denn weiterläuft. Obwohl ich zuständig bin für Finanzen und Buchhaltung, geht es jetzt um meine Buchhaltung, um meine Finanzen. Und das ist auch der Grund, warum ich da bin, um dahinter zu sehen, was muss ich machen für meine Vorsorge. Und zwar habe ich massive Lücken in der AHV. Und die Vorsorge allgemein sieht relativ miserabel aus. Also ich habe das mal ausrechnen lassen, dass ich im Alter momentan irgendwie mit 1'000 Franken müsste durchkommen. Und jetzt ist meine Frage eigentlich, wie mache ich das? Was habe ich noch für Möglichkeiten? In der Schweiz haben wir im Moment, wie gesagt, 2x so viele Frauen von Altersarmut betroffen als Männer. Investieren kann das nicht alles für euch flicken, aber es kann zumindest eine Minderung verschaffen. Rahel Beutler ist auch eine der Kursteilnehmerinnen. Sie hat vor einem Jahr geheiratet. Es hat mich echt bestärkt auf dem Weg, den ich jetzt so gehe. Weil, jetzt nehme ich es eben in die Hände. Ich will es nicht so weit kommen. Und, obwohl ich schon über 30 bin und natürlich es immer besser ist, wenn man schon ganz früh anfängt, habe ich immer noch ein Alter, ja, wo man noch viel bewegen kann, machen. Und ja, wenn ich es nicht jetzt sage, wenn es sonst. Sie gehört zu den wenigen Frauen, die vor der Heirat mit ihrem Partner abgemacht haben, wie es finanziell weitergehen soll, wenn Kinder kommen. Natürlich ist es nicht romantisch, wenn man über so Sachen diskutieren muss. Aber handherum ist es einfach eine falsche Wahrheit, wenn man in einer Beziehung nicht über solche Sachen reden kann. Wir haben diskutiert, dass beispielsweise, wenn er mehr daheim ist, dass er einen Lohn bekommt. Oder wenn ich das wäre, dass ich einen Lohn bekomme, weil das macht am meisten Sinn. Und dass mir so gut geht, auch würden beide voll in die Säule 3a einzahlen. Genau. Das haben wir diskutiert und das ist auch unser Plan. Das letzte Jahr bin ich in die Pension gegangen. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mit 77% von vorher muss leben muss. Und glaubt mir, alle jüngeren Frauen, das ist einschneidend. Das glaubt man wie nicht vorher, bis es da ist. Das ist absolut spannend. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Das ist natürlich alles, super cool. Was ich gelesen habe über Teilzeit und Frauensachen und wenig arbeiten, glauben Sie mir, es stimmt. Es stimmt. Ich habe ganz viele Frauen in meinem Alter, die jetzt in die Altersarmut laufen, auch mit anständigen Jobs, weil sie zu lange nicht geschafft und nicht für sich selber vorgesorgt haben. Die 65-jährige Ruth Hoffmann, die die Jungen im Webinar eindringlich vor Altersarmut warnt, ist verheiratet und hat immer voll gearbeitet. Sie gehört zu einer Generation, in der Selbstbestimmung schon möglich war. Warum haben trotzdem so viele Frauen in ihrem Alter Geldprobleme? Also ich bin so in die bewegte Zeit gekommen, von Wohngemeinschaften und Hippie-Zeit und freie Liebe. Wir hatten endlich die Anti-Baby-Pille und wollten ausprobieren. Und in der Wohngemeinschaft konnte man günstig wohnen. Und man hat vielleicht noch eine Ausbildung angefangen oder man ist Künstlerin geworden. Und das war so viel Kraft und Bewegung. Aber das Geld war nie ein Thema. Niemand hat daran gedacht, was dann 40 Jahre später sein könnte. Ruth Hoffmann will die Schuld auf keinen Fall den Männern zuschieben.
Sie sagt aber klar, im Gegensatz zu den Frauen rächt es sich bei den Männern viel weniger, wenn sie sich nicht um ihr Geld kümmern. Und jetzt meine ich wirklich tolle, gute Männer, die vielleicht das Budget in der Hand haben, die Steuererklärung ausfüllen und es gut meinen. Die Männer sind über das Alter einer Frau nicht informiert. Die gehen davon aus, ich sorge ja für meine Familie, ich rede jetzt wirklich von guten Männern, ich sorge für meine Familie, es kommt schon gut. Nur hat heute niemand mehr Garantie, dass man dann wirklich zusammen ins Alter geht unter partnerschaftlich guten Bedingungen. Und erst dann kommt es eben aus. Ohne böse Absicht kommt dann aus, dass die Frau schlechter gestellt ist. Ja, vielen Dank für all die Worten und für den total offenen Austausch. Das ist natürlich wunderschön. Schönen Abend. Was müsste denn politisch geschehen, damit die Frauen finanziell nicht mehr schlechter gestellt sind? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das geht von Individualbesteuerung. Ich glaube auch, dass wir Anreizsysteme brauchen, dass man das ganze Alterssystem irgendwie reformiert. Also ohne jetzt da in die Tiefe zu gehen. Von dem würden ja auch die Frauen profitieren, weil die Zukunft so hat das nicht. Frauen mal dahingestellt, auch die jungen Leute glauben ja nicht mehr an das Vorsorgesystem. Darum tun ja auch immer mehr Leute Privatgeld anlegen, wo sie können. Aber das kann ja nicht Zukunft sein. Darum, es braucht einfach eine radikale Reform. Und ich glaube auch, es braucht eine Erleichterung für den Berufswiedereinstieg. Vor allem für Frauen, vor allem für ältere Frauen. Das wäre sehr willkommen, damit sie zumindest, wenn sie jetzt schon älter sind und Kinder haben, doch ein Einkommen können erwirtschaften. Claudia D. hat es geschafft, wieder auf die Beine zu kommen. Sie arbeitet mittlerweile wieder 60-70% und würde heute einiges anders machen. Ich hätte vielleicht weniger aufgehört zu arbeiten. Ich wäre mehr im Beruf geblieben. Hätte dort vielleicht auch mehr eingefordert von ihm. Mehr Verantwortung auch für Familien übernehmen. Ich bin aber froh, als ich gewusst habe, dass es zur Trennung kommt, dass ich dort den Schritt gemacht habe und mehr arbeiten habe. Wäre es wahrscheinlich von der Belastung her noch viel grösser gewesen. Jetzt, mit 49, sieht es im Hinblick auf ihre Pensionierung alles andere als rosig aus. Im Moment, wenn ich meine Altersvorsorge anschaue, also den Auszug, ist das sehr wenig. Sind das, glaube ich, etwa 1800 bis 2000 Franken. Also von dem her muss ich sicher schauen, dass ich hier noch ein bisschen Polster anlegen kann. Zu den Frauen, die in ETFs oder Bitcoins investieren würden, wird sie aber auch in Zukunft wohl nicht gehören. Corinne Brecher hat vor 8 Wochen ihr zweites Kind bekommen und bereitet ihren Wiedereinstieg vor. Hallo Corinne. Darf ich hinten? Ja, gerne. Danke. In einem Coworking-Space hat sie genügend Ruhe und Distanz vom Familienalltag. Ich bin jetzt am Vorbereiten für die Zeit, wenn ich dann wieder voll arbeite. Also voll heisst bei mir 60%, die ich mir im Moment vorgenommen habe. Wenn man eine eigene Firma hat, kann man nicht 14 Wochen einfach zu Hause sein und nichts machen. Das fängt relativ früh schon wieder an mit E-Mails, mit Social-Media-Präsenz. Mit vielleicht auch das ein oder andere Interview. Dort habe ich einfach gesagt, ich mache, was ich kann. Ich mache so gut, wie ich mich fühle. Das nehme ich an. Und ja, alles andere, Beratung, kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Die Ökonomin gibt schon kurz nach der Geburt wieder richtig Gas. Kannst du Frauen verstehen, die dort dann von ihrem Plan abrücken und sagen, ja, nein, ich bleibe jetzt einfach mal daheim? Ja, ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich bin auch in dieser Wolke war. Bei mir ist dann aber relativ schnell wieder der Wunsch gekommen, um zurückzugehen und zu arbeiten. Und wenn jetzt der Wunsch nicht kommt, dann muss ich irgendwo sagen, muss man einfach auch in die Selbstverantwortung gehen und dann für sich eine neue Organisation machen und nicht einfach alles schleifen lassen. Jetzt mache ich Vorbereitungen für meinen Online-Kurs, der im Herbst startet. Das sind Videos, die ich aufnehme.
herzlich willkommen zum zweiten Modul. Wir hatten im ersten Modul uns die verschiedenen ETFs angeschaut und auch die verschiedenen Indizes. Viele Anlegerinnen, vor allem Frauen, ja, sagen, dass sie Angst haben um ihr Geld. Und das ist absolut berechtigt. Hast du denn nie ein schlechtes Gewissen, wenn du Frauen, die jetzt irgendwie eh keine Altersvorsorge haben und du sagst, investier, kannst du ja nicht garantieren, dass sie noch mehr haben? Garantieren kannst du es nicht, nein. Aber es ist einfach auch ein Fakt, dass das Geld allein auf dem Konto wirklich weniger wird. Weil Zinsen bekommen wir heutzutage nicht mehr wirklich. Das muss man einfach auch sagen. Inflation, gut, kann man sicher sagen, in den Nachbarländern sind es schlimmer dran als bei uns. Aber es ist einfach, ja, das Geld verliert an Wert. Und die Frage ist jetzt einfach, was macht man damit? Und an der Börse ist es halt so, dass man einfach noch eine relativ gute Chance hat. Kommt natürlich auch auf den Anlagehorizont drauf an. Auch die Banken haben mittlerweile die Frauen als potenzielle Anlegerinnen entdeckt. Allerdings spielen sie dabei auf abgegriffener Klaviatur. Du investierst ein Vermögen in deinen Style und deine Säule 3a lässt links liegen? Zeit für Frankly, deine Säule 3a App mit attraktiven Renditechancen. Während Corinne arbeitet, betreut ihr Mann Yannick die Kinder. Der macht das super. Das weiss ich. Und er muss auch reinkommen. Also, wir haben uns gemeinsam für die Kinder entschieden. Und dann gehört es halt auch dazu, dass er seinen Papi-Tag auch hat, was ich auch sehr wichtig finde. Dass es nicht zu Mami-lastig ist. An der Uni Zürich weist Helena Traxel die Studentinnen auf die Stolpersteine punkto Vereinbarkeit hin. Auch wenn viele Studentinnen gleichberechtigte Modelle wollen, sie zu leben, ist schwieriger, als man meint. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privat ist in der Schweiz ein Riesenthema. Wie nie mehr in unseren Nachbarländern. Wir haben nicht die gleich gute Infrastruktur in Childcare, in Kinderbetreuung, ab Geburt der Kinder. Wir haben null Entgelt für Betreuungsarbeit. Das hängt immer noch mehrheitlich an den Frauen, nicht nur Kinder, sondern kranke Angehörige. Ich bin vor noch nicht so langer Zeit habe ich ein Referat geben. Es sind ganz viele andere Public Affairs Manager zusammengekommen. Dann hat mir ein Mann gesagt, Gleichstellung braucht es nicht. Wenn ich herumschaue, sind die Frauen gleichgestellt. Dann habe ich gesagt, ja, und wie ist denn mit der unbezahlten Betreuungsarbeit? Da braucht es doch zwingend noch Gleichstellung. Und dann haben sie mich alle so gross angeschaut. Sie sind in meinem Alter. Ich habe gesagt, sie haben doch jetzt alle alte Eltern. Wer pflegt denn die? Und dann haben sie gesagt, ja, logisch. Das macht doch meine Frau. Dann habe ich gesagt, ja, auch ihre Eltern. Sie sind doch auch ein Sohn. Ja, klar. Ich meine, ja, die können profitieren von meinen Eltern, die Kinder kriegen. Jetzt gibt es halt etwas zurück. Also die Selbstverständlichkeit, über uns Frauen zu verfügen, dass wir dann noch etwas zurückzahlen müssen. Aber nicht nur Männer denken in alten Mustern. Auch Frauen haben ihre Bilder im Kopf. Ich glaube, dass es in fast allen Frauen ganz, ganz fest verankert ist, dass das Muttersein gekoppelt ist mit nicht auch nur Karrierefrau können sein. Und man fühlt sich immer schuldig, wenn man es will. Und wenn man es nur beim Partner verlangen muss und sagen, aber du musst mithelfen. Und zwar mehr als nur den 20-prozentigen Tag. Also ich will, dass du wirklich 3 Tage schaffst, 2 Tage daheim bist. Probier das einmal an deinem Arbeitsplatz. Das zu verlangen, heisst ja wie zu sagen, die Mutterrolle genügt mir allein nicht. Und dass man das nicht aushält, dass man das von einer Person denkt, das geht bei den Frauen ab. Man, der liebt mich ja nicht mehr. Oder da gibt es eine, die dann nachher gibt. Und dann verlässt er mich für die. All die Ängste sind ganz, ganz vordergründig da, dass man es nicht macht. In den Beratungen, und wir machen sehr viele Beratungen, ist immer noch ein gängiges Muster. Die Frauen sagen am Arbeitsplatz nein und nicht daheim. Und die Männer sagen daheim nein und nicht am Arbeitsplatz. Und dann haben wir es schön verteilt, die Aufgabe. Sie macht daheim alles und er macht im Geschäft alles. Und ich glaube auch, dass, das muss ich auch ehrlich sagen, dass auch Frauen den Ausweg doch auch gern haben, dass sie eine Wahl haben. Sie fixieren aber bei den Männern, dass sie keine Wahl haben. Beruf oder privat. Wie sie zügeln das für sich ab.
und sagen, ja, nur, also, der Job fällt mir nicht mehr, dort will ich auch nicht arbeiten, jetzt müsste ich mich einer verändern. Ja, nur, jetzt mache, habe ich einfach gerade ein bisschen mehr daheim Kapazität. Das tut dem Kind gerade auch gut. Das heisst, er muss dann in dem Ernährungssystem drin bleiben. Aber wir sind immer noch in dieser Rollenzuteilung. Frau Mutterschaft, gleich Betreuung, weniger arbeiten, Mann wird Vater, dann muss er Gas geben und Familien ernähren. Claudia D. ist wie viele andere auch in diese Rolle gerutscht. Nun endlich, nach 8,5 schwierigen Jahren, ist die Scheidung durch. Sie ist erleichtert. Es sieht gut aus. Auch jetzt mit der Unterstützung, die die Kinder noch bekommen, der Unterhalt der Kinder. Bei mir muss er nicht mehr so lange zahlen. Das ist für mich aber auch okay, weil ich bei denen auch langfristig autonom unterwegs bin. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Claudia D. hat sich vorgenommen, eins nach dem anderen anzugehen. Um ihre Altersvorsorge kann sie sich erst kümmern, wenn sie die Schulden abbezahlt hat. Ich hätte gern im Moment genug Geld, dass ich alles gezahlt hätte. Aber mein Ziel ist, glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist Zufriedenheit, das ist das, was er mir nie nehmen konnte. Corinne und Janik Brecher geben sich Mühe, nicht in die gängigen Muster zu fallen. Doch mit Janiks Job als Goalie ist das gar nicht so einfach. Er kann keinen fixen Tag übernehmen, um Luisa und Maurice zu betreuen. Ja, das ist halt einfach unregelmäßig. Das ist ein bisschen meistens Anfangswoche und das ist dann, wenn sie auch normalerweise entweder bei meinen Eltern ist oder bei Schwiegereltern. Aber dann behalte ich sie dann einfach meistens bei mir oder ab und zu bei mir und genieße den Tag. Aber es ist eigentlich klar, die Tage, wo sie arbeiten, die sind klar eigentlich abgedeckt durch die Familie oder werden dann durch Krippen abgedeckt sein. Und wenn es dann unter der Woche mal noch spontan sich ergibt, dass sie noch etwas erledigen muss und ich gerade am Nachmittag frei, dann haben wir das meistens einfach so flexibel Anfangswoche oder eine Woche vorher dann einfach so geplant, wie das möglich ist. Ja, also von dem her sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir so eine starke Betreuung haben durch Grosseltern. Und irgendwo durch habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen. Ja, weil die Arbeit ist ja auch nicht bezahlt. Und ich habe gerade gelesen, es sind 8 Milliarden pro Jahr, die durch die Grosseltern abgedeckt ist auf Familienarbeit. Also eigentlich, das müsste bezahlt sein, ist es aber nicht. Bei den anderen Familien in ihrem Bekanntenkreis leben die meisten bereits neue Familien- und Finanzmodelle. Ich muss mal das probieren. Von mir persönlich, von meinen Kollegen, Berufskollegen, kann ich eigentlich wirklich sagen, ich kenne jetzt keinen, wo, sage ich mal so, eine klassische Spielerfrau hat, die einfach daheim wartet, bis er zurückkommt vom Training und dann macht man etwas. Das gibt es gar nicht. Und es gibt auch wirklich viele Frauen, die beruflich recht weit sind. Und ich glaube, in der Schweiz ist eher so ein bisschen auch Gedanke, das Fußball geht irgendwann bis 35, plus minus. Und dann weiß niemand genau, was dann passiert. Bis dann verdienen wir sehr anständig und sehr gut. Das ist so. Aber nachher weiß niemand, wie die zwei Karrieren startet. Und ich hoffe auch, oder wir gehen davon aus, dass Corinne vielleicht jetzt ein bisschen von mir profitieren kann von dem. Aber ich werde dann auf jeden Fall nach meiner Karriere von ihr müssen können profitieren. Kannst du holen? Ja. Vielleicht ist das alles auch einfach eine Generationenfrage. Hoffentlich. Corinne jedenfalls möchte nicht nur für sich eine gute Lösung. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, dass alle Paare anfangen, über ihre Finanzen zu reden. Ja, ich würde mir wünschen, dass es mehr eine gemeinsame Sache ist, ein gemeinsames Projekt, dass man öfters über Geld redet, selbstverständlicher. Und dass es einfach endlich kein Tabuthema mehr ist. Weil es ist es nicht. Und es braucht einen Dialog. Und dass man es gemeinsam angeht. Weil beide lernen ganz, ganz viel dabei.